Hallo, heute sprechen wir über die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung aus dem Fach NTG aus dem Jahre 2017-2, also dem Herbst. Und besprechen möchte ich gerne die Aufgabe 4. Bei der Aufgabe 4 ist ein längerer Text gegeben, der inhaltlich zu dieser Skizze zusammengefasst werden kann. Ein LKW fährt auf einer schrägen und dieser LKW wiegt 40 Tonnen. Der Reibungskoeffizient für den LKW bei der Hinauffahrt beträgt μ gleich 0,05. Die Bewegung von dem LKW soll, wie gesagt, nach oben erfolgen. Und ein bisschen verklausuliert steht dann, dass also eine Leistung für den LKW implantiert ist, die pro